So und herzlich willkommen zu einem weiteren Spieltag in der MPL. Wir spielen heute am 9. Spieltag gegen Tari, wir spielen gegen Zera, Aura, Celesteela, Buzzwole, Nidoqueen, Indeedee und Turtok. Er hat sein komplettes S-Tier mit, er hat seine meisten Amons mit. Es wird sicher wieder kein leichter Kampf, wir sind letztes in der Hinrunde ziemlich untergegangen. Vor allem Celesteela war extrem schwer zu breaken, was ich mich erinnern kann, und am Ende hat dann Buzzwole gescarft, das Ende dann gemacht gegen uns. Wir versuchen heute besser prepared zu sein. Wir sind heute mit Bruce und der Anti-Feenbeere unterwegs. Wir sind mit Trevenant unterwegs. Wir sind mit Galas Mogmog unterwegs. Wir haben Simsala und auch Vulkanier dabei. Also drei unserer Transfers sind alle dabei. Und auch unser schönes Chanera haben wir dabei. Womit wir starten, ist eine gute Frage. Und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen will ich sagen, wir starten einfach mal mit Smogmog. Mit dem könnten wir bei eventuell die Spikes schon am Anfang rausbringen. Kann natürlich auch sein, dass er mit Nidoqueen leadet. Dann bringt er die Spikes auch raus. Ich wünsche Tarif einen netten Kampf und let's go. Und er startet auch gleich mit Indeedee. Das ist schon mal kein optimaler Start, weil er halt sehr gefährlich ist gegen uns. Und wir haben kein Feld, das heißt unser Neutralizing Gas funktioniert schon mal. Da kommt doch Freude auf. Expanding Force ist natürlich trotzdem höchst ungünstig gegen uns. Wir gehen einfach auf Chanera. Das sollte es gut tanken. Wir könnten dann die Tarnsteine rausbringen, im Falle, dass er drinnen bleibt. Wir könnten mal scouten. Ah, jetzt kommt die Psychic Search. Interessant. Ich wusste nicht, dass das triggert, auch wenn Smogok dann rausgeht. Aber all good. All good. Und er geht auf Trick. Boah, das ist schon mal nicht so ideal. Wir haben jetzt einen Scarf bekommen. Sollten wir nicht vergessen, er hat jetzt den Evoliten. Und wir könnten jetzt entweder die Rocks rausbringen oder auf Teleport gehen. Wenn wir auf Teleport gehen, ist unser Move in was zu gehen? Am ehesten noch maybe in Trevenant. Ich glaube, wenn wir die Rocks rausbringen, die könnten auch gut sein für uns. Ja, dann nehme ich schon mit die Rocks. Jetzt kommt Expanding Force. Jetzt sehen wir gleich, wie viel Schaden das macht. Oh, macht schon einiges. Wir haben noch 216. Es hat 39 Prozent gemacht, das dürfte also modest sein. Genau, der ist modest, das ist gut zu wissen. Die Rocks liegen. Wir könnten natürlich auch in Uri Geller gehen. Kriegt zwar Expanding Force Damage und er macht aber nicht so viel, okay. Dann, I guess, we go into Trevenant. Bei. Doch. Es kommt entweder nochmal Expanding Force. Es muss eigentlich fast Expanding Force kommen. Shadow Ball, oh, nice. Aber es macht nicht viel. Das tanken wir. Das tanken wir sehr gut. Jetzt können wir auch schon fast sein ganzes Moveset, was nice ist.
könnte jetzt natürlich rausgehen. Unsere Citrusbeere wird dann triggern. Er muss eigentlich Angst haben vor Sucker Punch. Wobei im Psychic Search, glaube ich, funktioniert Sucker Punch gar nicht. Wir gehen auf die Leech Seeds. Die können wir auch locker drücken, weil Gott sei Dank Thwacky nicht mitgenommen hat. Das war letztes Mal schon dabei, was ich mich erinnere, in den 100. Es hat sogar ziemlich viel Work gemacht, was ich, wenn ich mich recht entsinne. Und er geht raus, okay. Er geht in die Rocket. Da nehme ich den Leech Seed echt gern mit. Und wir treffen auch, das ist noch besser. Und er hat die Lefties. Könnte somit ein offensiveres Set sein. Meteor Beam scheidet schon mal aus, nachdem er die nachdem er die Überreste hat. Wir könnten eigentlich Primus drin bleiben, was? Ich meine, das könnte der Erslisch kommen. Wenn wir schon näher gehen, bringt uns das eigentlich nicht so viel, weil wir halt höchstens raus teleporten können. Wir könnten in Kraka Tower gehen. Ich denke, das ist es, weil höchstens Meteor Beam kommt. Meteor Beam kann nicht kommen, weil er halt keine Energy Crowd hat. Deswegen gehen wir in Kraka Tower raus und setzen mal Flammenhof oder sonst irgendwas ein. Könnte natürlich auch die Leech Seeds rausbringen. Aber geht auf Fire Blast, okay. Das macht natürlich gar nichts. HP, ja, der ist nicht voll investiert. Wenn er überhaupt ein Investment hat. So, das Feld ist weg. Wir sind wieder voll. Er muss natürlich Angst haben vor dem Feuermove. Er hat nicht wirklich einen Switch in außer Turtag. Es muss fast Turtag kommen eigentlich. Außer die andere Feuerwehr, das ist natürlich auch möglich. Ich denke, Steam Eruption ist auch nicht sehr effektiv. Das ist maybe Earth Power, soll ich das predicten? Oder mit Ground Plague in Steam Eruption? Na, ich traue mich das. Der Predict, den traue ich mich noch nicht. Auch wenn er recht obvious war. Es kommt die Gatze. Es kommt die Gatze. Okay. Das dürfte Damage machen, oder? Burn wäre ultra geil. Ja, und wir kriegen den Burn Neues. Das Glück ist heute mal vielleicht auf unserer Seite. Das wäre doch schön. Wäre das nicht schön? Ja, und Burn ist dann natürlich weit nicht mehr so gefährlich wie eigentlich. Plasma Fäuste dürften trotzdem noch ziemlich Damage machen. Er könnte dann aber eigentlich einfach abwerfen. Wir können nochmal auf Steam Eruption gehen. Wirft er denn an der Stelle schon ab? Wir können auch einfach auf Earthquake gehen. Ja, wir gehen einfach auf Earthquake. Thunderbolt, jo. Puff, das macht wie. Ups. Ist der speziell? Okay. Alright. Interesting. Und Sarah Aura ist schon mal weg. Schön. Unser Vulkanen. Oh, boah. Ja, ich meine, ja, logisch. Könnte natürlich auch spezielles Set sein. Zero Aura ist ja so vielseitig, mit dem kannst du ja eigentlich alles machen. Well. Sind wir froh, dass Vulkanen das überlebt hat. Und schauen, was er macht.
kann. Er macht schon mal einen Kill. Freut mich für den Bree. So, was kommt jetzt? Und es kommt Turtok. Wie viel Innet Base hat Turtok? 78, das ist mehr als wir. Brauchen wir denn noch oder können wir uns leisten, den abzuwerfen? Na, wir brauchen ihn eigentlich noch für Celesteela, weil Celesteela schon schwerer down zu kriegen ist. Wir gehen in Janera, denke ich. Ist zwar ziemlich defensiver Play, vor allem wenn jetzt eventuell Hausbruch kommt, wäre das extrem ungut. Aber wir hätten dann immer noch Uri Geller. Ja, Blastos auf plus 2 ist natürlich... Oh nein! Ist die Zeit... Oh nein, ich habe die Zeit übersehen. Shell Smash, fuck. Ich habe die Zeit übersehen. Wird dann der erste Move einfach genommen? White Herb, jo. Ja, nice. Haze wäre es eigentlich eh gewesen. Mega. Wir lacken uns hin. Nice. Gut. Könnte nochmal Shell smashen. Er war schneller. Wir gehen in... Trevenant liebt einen auf plus 2. Eisbeam, nö, tut er eigentlich eher nicht. Ja, Genera maybe. Keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Play ist, weil wenn er jetzt wieder Shell smasht, dann ist er halt auf minus 1, aber trotzdem geboostet. Ich weiß nicht, ob es das ist. Jo. So, jetzt ist er auf plus 2. Wir müssen eigentlich jetzt auf Teleport gehen. Er geht nochmal auf Shell Smash, okay. Auf plus 4 wird es dann schon wieder schwierig, gell? Das war's schon, das war's glaube ich echt nicht jetzt in den Ringen. Ich glaube, war hoffentlich nicht entsetzlich hops. Oh, oh, oh. Wir haben noch einen Sucker Punch. Auf Trevenant. Der macht aber nicht so viel wahnsinnig Damage. Ich glaube, wir müssen fast auf das gehen. Und hoffen, dass er irgendein Missplay macht. Oh je. Das sieht gar nicht gut aus. Ist halt einfach saugefährlich. Wir müssen jetzt fast den Fokus gut bluffen, oder? Weil sonst war's das. Ich glaube nicht, dass irgendwer von mir noch irgendwas überlebt von dem.
komm, geh raus. Ich habe einen Fokusgurt. Ich tue so, als ob ich einen Fokusgurt hätte. Komm. Nope. Scheiße. Och nee, das geht wieder 5-0 aus. Ja, schwierig. I don't see a way to get out of here. Mann, ist das frustrierend. Ich habe mit Chance nichts, was Damage macht. Ich kann ihn nicht toxiken. Earthquake hat er auch noch stark. Das überleben wir sogar noch. Ich kann halt jetzt nichts anderes machen als Ding einsetzen. Hat der mehr als die Hälfte gemacht jetzt? Sonst können wir wenigstens noch AP stollen, aber es macht eigentlich auch keinen Unterschied mehr. Oh, der ist jetzt eh weg. Och nö! Ist das scheiße? Ach Mensch. Turtag ist halt. Ich habe früher Turtag selber mal in einer Draft-Liga gehabt, der war genauso OP wie jetzt gerade. Der ist einfach so stark mit Shell Smash und mit dem Doppelten gleich zweimal. Ja, das macht eh keinen Unterschied mehr. Schade. Sehr schade, dass das so endet. Wäre echt ein cooler Kampf noch geworden, aber... Was willst du machen? Ja, ich finde, mein Team wäre echt nicht schlecht gewesen. Oh Mann. Ja gut. Dann war's das. Schade. Sehr schade. Oh, ich sehe gerade, ich bin total leise. Ich hoffe, dass die Audio funktioniert. Ui, ui. Ja, wurscht. GG, Tari. Schade, dass es so schnell wieder vorbei war. Ja. Better luck next time, I guess. Gut, dann auf Wiedersehen, meine lieben Zuschauer. Wie immer, Quality Content von meiner Seite. Wir sweaten uns hin, wir sweaten uns von Niederlage zu Niederlage. Wir sind consistent. Es ist einfach perfekt. Nächste Woche geht's dann gegen, weiß gar nicht wen. Mal kurz nachschauen. In den Spielplan. Nächste Woche geht's gegen... Na, gegen Mayo. Ja, gegen Mayo war es letztes Mal ein lustiger Kampf. Vielleicht wird es da besser. Na gut, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Macht's besser als ich und Servus.